Ja, und wir schauen jetzt zu unserem Studiogast. Ernst Minar ist für uns, er ist der Gründer der John Harris Fitnessstudios. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Guten Tag. Es ist jetzt so, dass in Deutschland schon ab Montag die Fitnessstudios dicht sind. Es wird einen Lockdown-Light geben in Deutschland. In Österreich ja, wird es möglicherweise ein ähnliches Format geben, wenn ich es so bezeichnen darf. Wie ist da im Moment Ihre Gefühlslage? Also wir hoffen nach wie vor die nächsten Tage auf ein Wunder, dass die Zahlen wieder zurückgehen und dass kein Lockdown kommt. Allerdings sind wir vorbereitet, dass Ähnliches wie in Deutschland wahrscheinlich nächste Woche kommen wird. Also dass Sie wieder zumachen müssen. Wie fühlt man sich da, wenn ein Fitnessstudio doch so viele Bestimmungen, Corona-Regeln eingehalten hat, wenn man doch vieles versucht haben hat? Eigentlich so gut wie alle Fitnessstudios in Österreich haben sich ja daran gehalten und jetzt gibt es doch wieder so einen Dämpfer. Das ist richtig, eigentlich kontraproduktiv. Die Fitnessstudios haben alles eingehalten, Abstand, alles eingehalten. Und man weiß, wie wichtig eigentlich gerade Training ist in Zeiten von Corona, um das Immunsystem zu stärken. Also eigentlich sollte ich gerade da Training machen und gerade das dreht man eigentlich ab. Mhm. Viele Wirtschaftstreibende werden natürlich jetzt nervös, wenn es jetzt heißt, Betrieb muss wieder zusperren. Wie schaut es da bei Ihnen aus? Werden Sie da gut dann durch den Lockdown kommen? Also wenn der Lockdown kommt, dann hoffe ich zumindest, dass Ähnliches wie in Deutschland kommt. Die tun 75% des Umsatzes vor einem Jahr gutschreiben. Und wenn das kommt, dann ist es für die Unternehmen ganz okay, dass sie überleben können. Wenn das nicht kommt, dann wird es natürlich auch für die Unternehmen dramatisch. Mhm. Sprechen Sie sich generell gegen einen zweiten Lockdown aus? Wie ist Ihre Meinung dazu? Nein, ich glaube, die Regierung geht sehr vorsichtig vor. Das gefällt mir. Sie haben immer gesagt, wenn über 6.000 Fälle... Ich glaube, dann haben wir keine andere Wahl. Die Frage ist nur, wie man den Lockdown macht. Ich persönlich wäre eher für diese Ausgangsbeschränkungen in der Nacht zum Beispiel, wie es einige Länder tun. Es wäre ein anderer Weg, den man gehen könnte. Also Sie meinen Lockdown ja, aber Fitnessstudios offen lassen. Genau so ist es, weil es wichtig ist für die Gesundheit der Menschen. Man kann viele Krankheiten verhindern. Ich kann mich noch erinnern, nach dem letzten Lockdown, unsere Physiotherapeuten waren nachher ausgebucht. Rückenschmerzen, Knieschmerzen. Die Leute wären ja krank in der Zeit, wenn sie nicht trainieren können. Gab es Fitnessstudio-Cluster? Wissen Sie da etwas dazu? Mir fällt jetzt Nein, es gab keine. Es gab einmal in Wiener Neustadt vor 3 Monaten einen Fall, der hat aber nicht die anderen angesteckt. Ansonsten ist mir überhaupt nichts bekannt. Wie ist Ihr Betrieb verlaufen? Da war einer, der ist dann zu Hause geblieben, aber sie haben, glaube ich, 600 getestet. Und waren keine anderen Fälle. Mhm. Also man geht ja dorthin, wenn man gesund ist. Mhm. Und was ich sehe, die Leute trainieren ja grundsätzlich alleine oder zu zweit. Also sich dort anstecken. Mhm. Und ich sehe auch eine Tendenz weg von Group Fitness, von diesen Stunden, sondern eher zum Individualtraining. Mhm. Weil gerade dort kann man sich praktisch nicht anstecken. Also Fitnessstudios sind eigentlich keine Corona-Treiber? Absolut, absolut. Es gibt keine Fälle. Möglicherweise dennoch geschlossen. Ab Montag könnte soweit sein, dass da neue Maßnahmen in Kraft treten. Sie haben schon gesagt, es soll dann große Entschädigungen geben. Wie glauben Sie, wird es denn generell ausschauen in der Fitnessstudio-Branche? Wie viele werden den Winter überleben? Also ich glaube, es wird viele Schließungen geben, was natürlich speziell für die guten Studios, die Trainer haben und die müssen ja weiter bezahlt werden. Da wird es für die guten Studios wird's dann eher schwierig. Also darum, wenn der Lockdown kommt, dann müsste aus meiner Sicht ähnlich wie in Deutschland der Umsatz ersetzt werden. Weil im zweiten Lockdown würden sonst viele, viele Fitnesscenters nicht überstehen. Haben Sie in den vergangenen Wochen auch einen leichten Rückgang von Ihren Besucherinnen und Besuchern wahrgenommen, dass jetzt doch einige vorsichtiger geworden sind und gesagt haben, na, ich gehe jetzt doch lieber nicht trainieren? Nur vereinzelt, dass Leute, die Vorbeschwerden hatten, vorübergehend stillgelegt haben. Ich habe gerade heute, sehe ich zum Beispiel, dass viele Leute gerne kommen, weil sie fürchten, wir könnten zusperren und sagen, ich will noch schnell ein Training machen. Also overall, die Leute wissen, wie wichtig ihr Training ist und auch nach dem Lockdown, dem ersten, sind viele gekommen. Das Einzige, was ihnen wirklich gefehlt hat, war das Fitnesscenter. Also darum, die Leute wollen auch trainieren, weil sie wissen, wie wichtig es ist für den Körper. Ich fühle mich einfach gesünder und bleibe auch gesund. Also ich weiß von Fitnessstudios in Tirol, die durchaus mit einer Kündigungsflut zu kämpfen haben. Bei Ihnen ist das nicht so, sagen Sie? Nein, hatten wir nicht. Wenn man sich bei uns anschaut, die Geräte stehen alle 1-2 Meter zumindest auseinander. Wir haben zum Beispiel im Schillerplatz 7.000 Quadratmeter. Also da wäre genug Potenzial, um sich vollkommen aus dem Weg zu gehen.
Jeder checkt mit Maske ein, aus. Also alle Maßnahmen, Desinfektion werden eingehalten. Also diese Kündigungswelle habe ich nicht gesehen. Vielleicht noch ganz kurz, sollte es tatsächlich zu einer Schließung kommen, wie wird es denn dann aussehen mit den Abos? Muss man trotzdem weiterzahlen, wird die große Frage sein für viele Kunden? Also wir werden das Gleiche machen wie beim ersten Mal. Wir gehören zu den wenigen Studios. Wir haben die Abos natürlich, wir haben keine Einzüge gemacht. Wenn wir nicht offen haben, muss das Mitglied natürlich nichts bezahlen. Also das ist zumindest mal eine gute Nachricht. Ja. Ernst Minar, vielen Dank fürs Kommen. John Harris, Gründer. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und schauen jetzt in eine kurze Werbepause, sind aber gleich wieder zurück mit den Themen dieses Tages. Bleiben Sie bei uns.